Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Ja, es geht weiter. Ich hab's rausgefunden, was ich machen musste. Also, der Trank da, wo in der Ecke lag, und das Rezept, also die Gegenmittel gegen diesen Fluch, die Olli auf uns gemacht, diese alte Schrabrakre, die habe ich jetzt gemacht mit Schatten, Hoffnung und Licht. Das sind die Zutaten dafür, und da habe ich Lebensspenderflasche Trank. Ja, das ist die Zutaten. Und wenn man das jetzt trinkt, wirst du es essen oder trinken? Essen, glaube ich jetzt mal. Und jetzt habe ich den Fluch von mir gelöst. Gut, es scheint, als wärst du geheilt. Unglaublich, das muss ein Wunder sein. Der Fluch konnte dem nicht standhalten. Ich stamme von Schamanen ab. Es ist unsere Pflicht, die Zukunft zu lesen. Aber wenn ich jetzt das Buch der Prophezeiung von mir sehe, dann kann das nur eins bedeuten. Die Welt ist am Rande der Zusammenbruchs. Ich lebe schon verdammt lange, ich habe keine Reue mehr. Aber gegenüber einem jungen Menschen ist es einfach nicht fair. Großmutter, ich mache mir Sorgen um meine Enkelin. Sie hat betrogen sich der Hexerei zugewandt, eine heilige Tafel gestohlen. Aber den Gedanken, dass sie mit dieser Welt untergeht, kann ich nicht ertragen. Enkelkind? Tafel? Prophezeiungen? Warte mal, spricht die vielleicht von dieser Hexe in Rouen? Dieser Nanai? What? Nanai? Du hast sie also getroffen. Und du hast auch die Tafel gelesen? Ja. Du konntest die Tafel entziffern? Ja. Du bist der einzige Mensch außer uns, Schamanen, der diese Tafel lesen kann. Sogar Wehrmann konnte sie nicht entziffern. Wer ist Wehrmann? Wehrmann? Ja, vor langer, langer Zeit waren meine Schwester Wehrmann und ich Klassenkameraden. Bei meiner Schwester und Wehrmann stieg die Macht bald zu Kopf. Meine Schwester machte sich auf die Suche nach dem großen Speer. Wehrmann begab sich auf der Suche nach dem großen Dämonenfürst aus der Legende. Er schlich sich an mir vorbei und schrieb auf, was er auf der Tafel sah. Jetzt erfüllt sich die Prophezeiung, die Monster, Heuschrecken, Erdbeben. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich an Wehrmann und meine Schwester denke. Ich fürchte, ihr Ehrgeiz bringt weiteres Chaos in die Welt. Oh. Okay. Kann ich jetzt die Tür öffnen? Eine verfluchte Tür. Benutze meinen Schlüssel. Deswegen klappt es nicht. So, dann kann ich auch bestimmt in die Arena gehen. Und die Tür dann auch öffnen. Und dann kann ich auch bestimmt in diese Dungeon reingehen wieder und die Tür öffnen. Ah, so ist das also. Ja, du leih mir deine Kraft. Dankeschön. Okay. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Schlüssel. So. Auf die andere Seite bitte. Was? Stufenanstieg? Für was denn? Aber egal. Das ist nicht meine Sache. Ja, Auge, geht bitte weg. Later one, yeah. Ich mag dich auch. Inhalt. Objekte. Schlüssel. Und das hier. Und das hier. Und jetzt haben wir ein blitzgroßer Schlüssel. Jetzt verwenden wir das jetzt mal. Und jetzt, verdammt nochmal, könnt ihr die Tür öffnen. Verdammt nochmal, könnten wir jetzt die Tür öffnen. Du musst gehen, denn du wurdest vom Buch der Prophezeiung auserwählt. Ich muss hier noch etwas erledigen. Von vielen Jahren war es mir nicht möglich, diese beiden aufzuhalten. Aber jetzt ist das Buch erschienen. Mein Glaube an mich hat mich nicht getäuscht. Es ist keine Zeit für Angst und Zweifel. Es ist meine Pflicht, sie aufzuhalten. Geh jetzt, Roxas. Du hast noch etwas zu erledigen. Und falls du mein Enkelkind Nanya siehst, sag ihr bitte, dass ihr... Das hier, es ist ein kleines Geschenk. Anhänger des Schamanen erhalten, okay? Okay. Bis bald. Blitzmeldung, noch eine? Verdammt. Heiliger König Pokal der Entscheidungen. Jetzt in der Arena. Oh, kann ich jetzt gegen die König spielen? Okay. Was jetzt? Oh nein, ein Dungeon. Und das ist Anfa. Ich wusste, dass du kommen würdest. Okay, was hat jetzt Niaki zu sagen? Ich schulde Ellie etwas. Was? Ich schulde Ellie etwas. Aber ich kann dich nicht gehen lassen. Lass sie ziehen, Anfa. Los. Okay. Lass uns gehen. Danke.
Kapitel 5. Turnier. Okay, wir haben schon das nächste Kapitel erreicht. Super. Das Buch wird an den Alten verloren werden. Im Land wird Zorn entstehen und es wird erschüttert werden. Königreiche werden zerfallen. Die vier verfluchten Drachen werden in ihren Höhlen erwachen. Was für Drachen meinen die hier? Okay, wo bin ich jetzt im Teufel nochmal? Was macht denn Heuschrecke hier? Hä? Was ist hier los? Wo bin ich hier verdammt nochmal? Bin ich eigentlich hier richtig? Komm mir gar nicht so rüber. 20. 16. 17, okay. 12, okay. 13. Mumien, okay. 8. Immer noch 8, okay. Was zum Teufel? Leck mich doch, was ist jetzt los? Okay, jetzt bin ich bei 7. Jetzt bei 3, super. Aber es ist eigentlich richtig, dass er einfach so weit... Oh, jetzt wieder die gleiche Scheiße. Jetzt nach oben. Ja, 2. Nein, 1. Was ist das für ein Greifvogel? Den will ich doch gleich mal analysieren. Komm bitte runter. Ich mag dich doch so gerne. Kommst du runter? Leck mich doch. Ja, hab ich. Dankeschön. Sirene. Okay. Westliche Samaid-Wüste und Haikiefer bin ich. Jetzt angekommen. Was ist denn Haikiefer, verdammt nochmal? Verdammt! Ich habe noch einen langen Weg vor mir, bis ich da ankomme. Ich gehe jetzt mal einfach weiter und was gibt's hier? Ah, die üblichen Monster, kein Problem. Kann ich hier runterspringen? Schade, geht wohl nicht. Ach, boah. Oh, eine... Was zum Teufel ist das denn? Nein, das will ich nicht. Es laggt. Okay, weiter. Okay, Haikiefer haben wir es auch geschafft. Jetzt bin ich in Rohan. Bin ich jetzt angekommen. Super, warte, was kann ich jetzt machen? Bagis Festung, Laago, irgendwas und zwei Sachen in der Stadt. Also erst gehe ich mal zu diesem komischen Monster da, also bis gleich. Okay, hier bin ich wieder und jetzt besuche ich mal das komische Viech. Hey, schau mal, es ist wieder diese Kreatur. Hey, er ist wirklich aufgebaut. Da führt kein Weg daran vorbei, Roxas. Tun wir was. Was? Ich soll gegen das Tier hier kämpfen? Erst analysiere ich das jetzt mal. Kann ich das nicht analysieren oder was los? Wie, du bespuckst uns mit Wasser? Ich will es analysieren. Verdammt! Warte, wieso will diese Nussi? Ist hier klar? Ja, ist hier klar, haben sie nur ein Wort, also einen Buchstaben nur verändert? Wieso will diese Nussi gegen uns kämpfen? Ja, ist klar. Ist klar, ich verstehe. Ich verstehe, aber ich will es trotzdem noch analysieren, dass sie das schwächer machen kann. Fick dich, du scheiß Mist. Fick dich, ich bring dich um. Ich bring dich um, es hat keinen Sinn mehr mit dir. Es hat keinen Sinn. Du bist etwas zu aggro für mich, das geht einfach nicht.
Okay. So. So. Jetzt abhauen. Jetzt abhauen. Oh Mann. Okay. Okay. Wie viel zu Versuch ist das eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe total die Orientierung verloren. Und Objekte. Kekse. Werde ich jetzt so richtig futtern? Und nochmal kann ich doch essen. Och, mein MB. Was ist los mit meinem MB? Du verfickte Missgeburt. So, so, so. So, 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 so. Ja, was war jetzt los? Wieso ist es gerade umgekippt? Ja, ich verprügel es. Fick dich doch ins Knie, du. Oh, boah, das regt mich voll auf. Okay, ich besieg mal diese unterirdische Nessie oder Nussi. Oh Mann, ich schwör auf alles. Ich krieg gleich voll die Aggression von diesem verfickten Monster hier. Aber wieso kann ich das nicht analysieren? Mach nochmal deinen Kopf, du Huren. Ach, ich sag es nicht. Okay, so, so, so. So, 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 so. Okay. Okay, ich glaube, ich habe rausgefunden, wie ich das diese scheiß Missgeburt umbringe. Ach so, so ist das also. Okay, ich glaube, ich habe es rausgefunden. Beruhige dich. Gott, dann beruhige dich. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, wie du denkst. Genau, mach nochmal deinen Kopf. Okay, das. Ach du Scheiße. So, so, so. So, so, so. Okay. Ich schwör auf alles, ich bring diese verfickte Hurensohn. Ach man, ich bin zu wütend. Warte, gibt es keine Möglichkeit auszuweichen? Doch, warte, es gibt doch eine Möglichkeit. Ah, okay. So, 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 mit Taktik kämpfen. So, so, so. So, so, so. Boah, Leute, ich bin... Oh. Boah. Fick dich, du... Oh. Okay. Inhalt. Kekse. Ess den Keks. Ess den Keks. Ganz schön. Warte, wieso ist eigentlich mein MB so wenig? Ich schwöre auf alles. Ich will unbedingt den Computer boxen. Ach. Ich glaube, bei den nächsten. Ich glaube, das werde ich jetzt offscreen weitermachen. So, so, so. Wieso macht er jetzt diesen komischen Kopftechnik da, was er immer macht? Hä? Okay. Okay, er will das nicht wohl nicht machen. Eingescannt. Okay, das haben wir jetzt auch. Okay, das haben wir jetzt auch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.